Zentrische Streckung am Beispiel eines Quadrats mit diesen Punkten a1, 2, b3, 2, c3, 4 und d1, 4. Und das sollen wir mit dem Streckungsfaktor m gleich 1,5 um das Zentrum 2, 3. Ich hatte vorher in dem Video vorher 3, 3 gesagt, aber der liegt gar nicht. Der kann man auch machen. Läuft im Prinzip genauso wie jeder andere Punkt, der nicht der Ursprung ist. Und zwar müssen wir, um a' zu bekommen, müssen wir mehrere Schritte durchlaufen. Und zwar erstmal müssen wir sagen, okay, von z zu a, welchen Weg müssen wir da gehen? Kann man sich jetzt auch so merken, ich muss von a, von z, von dem x-Wert von z, muss ich einen weniger gehen. Also muss ich minus 1 gehen in x-Richtung und von 3 auf 2 zu kommen, muss ich auch minus 1 gehen. Das ist natürlich nicht a', ja, sondern das ist jetzt erstmal nur der Weg von z zu a. Von z zu a. Minus 1, minus 1. Wie man das aufschreiben soll, frag am besten nochmal deinen Lehrer, weil das dann hinterher punktsicherer ist. Gut, minus 1, minus 1 ist jetzt also der Weg von hier. Wir gehen also minus 1 in diese Richtung und dann gehen wir minus 1 darunter und dann kommen wir tatsächlich zu a. Und diesen Weg, den können wir jetzt auch mit dem Faktor 1,5 strecken. Das heißt, 1,5 mal minus 1 mal minus 1 minus 1 ist ja gleich minus 1,5 minus 1,5. In Vektorschreibweise würde man das so hinschreiben, 1,5 mal minus 1 minus 1 ist gleich minus 1,5 minus 1,5. Gut, die Schreibweise kann auch sein, dass die dich jetzt total verwirrt. Ich nehme sie nochmal weg, weil ich habe mich entschieden, diese Zeilenschreibweise hier zu benutzen. Ist ja letztendlich nur eine Abmachung. Gut, das ist minus 1,5, minus 1,5 und dann rechnen wir zu unserem Zentrum das dazu. Das heißt, 2 minus 1,5 und 3 minus 1,5 ist dann der Punkt a'. a' ist dementsprechend 0,5 und 1,5. Das wollen wir uns mal angucken. 0,5 und 1,5 ist hier. Von hier bis da ist es so lang. Und das hier ist 1,5 mal so lang. Gut, das Ganze können wir auch mit jedem anderen Punkt machen und erhalten dann hinterher genau das hier. Ein Quadrat, das die Eigenschaften der zentrischen Streckung natürlich aufweist und das jetzt aber um das andere Quadrat rumliegt. Es liegt nicht irgendwie so da geschnitten drin und es liegt auch nicht viel weiter hinten. Und wie hätte das jetzt ausgesehen, wenn ich m gleich 0,7 gemacht hätte zum Beispiel? Ja, m gleich 0,7 ist ja ein Faktor, der zwischen 0 und 1 liegt. Das ist nochmal was Besonderes. Und zwar liegt das Ding dann halt innerhalb, beziehungsweise ist das Teil dann verkleinert. Ja, ich mache hier nochmal ein bisschen frei, so. Also haben wir hier nochmal das Zentrum. Und 0,7 heißt halt, wir haben hier dann nur, von z zu a müssen wir immer noch minus 1, minus 1 gehen. Dann machen wir 0,7 mal das Ganze. Dann haben wir hier minus 0,7 und minus 0,7. Und dann machen wir natürlich auch hier minus 0,7 und minus 0,7. Und kriegen dann hier 2 minus 0,7 ist 1,3. Und das liegt höher, als beziehungsweise weiter rechts als a. Und das ist hier, SA? Ja, SA. A' ist das. A' hier nochmal zu Ende rechnen, bevor ich weiterspreche. 1,3, 2,3 können wir dann hier auch eintragen. Der liegt dann hier. Und dann bekommen wir hinterher dieses Rechteck. Warum konnte ich das jetzt eigentlich gerade schon zeichnen? Beziehungsweise nicht Rechteck, sondern Quadrat. Rechteck, Quadrat ist natürlich ein spezielles Rechteck. Warum konnte ich das jetzt gerade schon zeichnen? Dazu vielleicht mal eine etwas größere Variante davon. Wenn ich in diesem Fall ist es ein Rechteck, mit diesem Zentrum und A, B, C und D. Wenn ich jetzt A' berechne mit m gleich 0,7, komme ich meinetwegen hier hin. Und ich habe jetzt beispielsweise wieder Punkte, a ist hier 2 und 7 und das andere ist dann hier meinetwegen 3 und 8. Das stimmt jetzt natürlich nicht mit dem Faktor m gleich 0,7, aber es ist auch ein Faktor, der zwischen 0 und 1 liegt. Wenn ich diesen hier habe und die Eigenschaften betrachte, dann kann ich natürlich auch sagen, okay, die anderen werden jetzt sich genauso verhalten, wie das in den Eigenschaften drinsteht. Das heißt, der Weg von hier
nach da muss 0,7 mal so lang sein wie der Weg von hier nach da. Das heißt, wenn ich hier den Weg abchecken kann von A nach B, muss ich ja 2 und 0 gehen. Beziehungsweise gehe ich halt tatsächlich von hier 2 nach da. Dann muss ich von hier 0,7 mal 2 nach da gehen. Was in diesem Fall 1,4 wären. Das heißt, wenn dieses hier 2 sind, dann sind das hier 1,4 für m gleich 0,7. Und genau das gleiche gilt natürlich auch hier, wenn diese Strecke hier zum Beispiel, wir nehmen jetzt nicht dieses Beispiel, sondern wenn das hier mal wegen jetzt 8 lang gewesen wären, dann wäre dieses hier 0,7 mal 8, wären dann meinetwegen nur noch 5,6 lang. Zack und zack und zack und dann hat man das fertig, weil man hier dann nur noch zeichnen muss und dann hinterher schön die Punkte ablesen kann. Wenn man natürlich den Rechenweg angeben soll, ist man damit schön angeschmiert, aber das ist ja hierbei jetzt auch gar nicht angesagt. Wenn du noch einen Videowunsch zur zentrischen Streckung hast, dann nichts wie raus damit und hier ist noch das Schild und tschüss.